Also ich weiß es nicht. 150.000, so eine so eine Halle. Und da habe ich noch kein Fahrgeschäft drin. Kann man nicht leisten jetzt. Kann ich mir nicht leisten. Wo war denn der Eintrittsgeld? Ich kann doch irgendwo mehr Kohle verlangen. Hier bei Parkeinstellungen bestimmt. Ha! Da, Schluss mit lustig. Ihr blecht jetzt mal so richtig. Chance für verärgerte Besucher 0%, passt. Da, hier mit eurer Kohle. Jetzt lasse ich einfach mal ein bisschen laufen, dass ich irgendwann eine dritte Halle bauen kann. Beziehungsweise die Halle könnte ich ja schon bauen. Wenn ich hier die Halle her mache. Neue, was? Neue Benachrichtigung. Was wollen sie denn jetzt schon wieder? Toiletten. Die wollen Toiletten haben. Okay. Bauen. Ein netter Mensch bin, bekommt ihr natürlich Toiletten. Ja. So nett bin ich zu euch. Ihr gleich zwei Toiletten bekommen. Also ich habe halt den Eindruck, viel ist einfach laufen lassen und warten. 12 Forschungspunkte. Oh, Level Up. Das ist neu mit dem Level Up. Qualität, wunderbar. Was ich echt nicht gut finde, wenn jetzt die Halle umplatzieren wird, wäre das Level Up wieder weg. Ja, was macht meine Forschung? Gibt es was Neues? Dekorationshallen interessieren mich, wie gesagt, jetzt erstmal nicht. Ja gut, Unlock 1. Das ist auch hab. Hier kann ich hier schon was machen? Nein. Wie war ich schon? Toiletten 2. Meilenstein 3. 340 Besucher. Dann wird es freigeschalten. Okay. Versorgungsräume. Unlock. Das waren, dass die Geschäfte, glaube ich, schneller versorgt werden. Das waren die Dingens. Kleiner Lagerraum heißt es. Genau, die versorgen die Geschäfte dann. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Mega schlau wieder. Neu platzieren. Du kommst dahin und ein sein Ding bauen wir noch. Dixis braucht das Land. Ja, sorry, das im Chat wieder kennt's mir. Braucht immer ein bisschen. Ja klar, so ein Indoor-Park, da stellt mir erstmal ein paar Dixies hin. Und so was auch neu ist, dass man die Wegdekoration machen kann. Dass die quasi Wege haben und dann kann man nur Brunnen und so auf den Weg bauen. Aber es kostet halt unglaublich viel. Ein normaler Weg, wenn du einen grauen Weg baust, kostet 1100 und das andere kann man nochmal schnell nachschauen. Genau, den kann man jetzt bunt machen und so, das ist alles super. Aber leerer Weg ist so ein grauer Klotz. Da ist eine Säule in der Mitte, kostet gleich mal über das Doppelte. Dann mit sowas 6.100, 8.600, das ist schon ein bisschen übertrieben. So scheiß Brunnen kostet 26.000.
Da sollten es vielleicht die Preise nur ein bisschen anpassen. Ich meine, ihr seht es, ich habe keine Kohle für weiteres Gebäude. Für weitere Fahrgeschäftshalle. Und die wollen ständig neue Fahrgeschäfte. Irgendwie, ne? Ungünstig. Meine, vielleicht spiele ich auch wieder Letzte Mensch, aber so. Für so ein Ab- und Zuspieler wie mich jetzt, der das nicht am Tag 10 Stunden spielt und alles, alle Tricks und so kennt, sondern ab und zu mal spielt, erscheint es so ein bisschen doof, alles. Ja, hier versorgt er nur zwei. Hier wäre der ideale Platz, aber da kann ich halt nicht bauen. Hier versorgt er die drei. Schwierig. Hier wäre wirklich der ideale Platz. Aber geht nicht. Ja, machen wir mal weg. Hier würde ich gerne eine Halle bauen. 225.000, da können wir, da geht was. Bauen, Fahrgeschäftshalle. 150.000. Er nimmt natürlich wieder die kleine, die hier kein Vermögen kostet. Da machen wir die jetzt so da hier, dass die Leute ja einen Grund haben, dass dahinter laufen. Das kleine Stück Weg. 154.000 habe ich jetzt. Das war jetzt ziemlich dumm. Jetzt habe ich nämlich das ausgewählt gehabt. Ja, money wasted, ne? Dreimal was gebaut, dreimal verbaut. Money wasted. Okay. Haben wir da mal einen Weg? Jetzt übernimmt das komischerweise wieder mit der Farbe. Aber irgendwie Kohle, dass ich da ein Fahrgeschäft reinbaue. Jetzt ja. Jetzt habe ich 100.000 dazu bekommen. Alles klar. Und 20 Forschungspunkte und Parkplatz Nummer 4. Wunderbar. Ich habe doch gerade 100.000 bekommen. Hallo? Kohle? Ah, du bist Level up. Nur irgendwo Level up. Ja, da hinten versteckt. Minus ein Schrägheit wird. Minus 5 Geduld. Plus 1 Auswahl, keine Ahnung, was es macht. Okay, du bist auch Level up. Netter Kellner. Gut. Aber ich habe doch gerade die hat mir doch gerade angezeigt. Plus 100.000 oder so. Warum habe ich die nicht? Wo ist meine Kohle hin? Ist voll dumm. Ihr Menschen hier. Ich dachte, ja, jetzt kann ich endlich ein Fahrgeschäft wieder bauen, aber nö, kann ich nicht. Ganz toll. Machen wir Parkplatzgröße. Sind mir Anlock 50. Nö. Nö, das machen wir nicht. Geschäfte. Was macht das? Entertainment Hallen. Okay.
kann ich an nichts machen. Okay. Ja, jetzt habe ich Entertainment Hallen. Was machen denn die? Fahrgeschäftshallen, Dekorationshallen, Restaurant. Nein. Nein. Wo sind jetzt die Entertainment Hallen? Was sind das? Labyrinth. Labyrinth. Hier ist der Eingang. Ja, wie habe ich das so gebaut? Was ist denn das für Zeugs hier? Wege. Das ist schon wieder komplett dumm gebaut. Platzieren. Hier, so passt's. Bauen. Wege. Okay, das müsste jetzt passend angeschlossen sein, ne? Okay, was habe ich noch? Sonst nur so Neues? Hier nix. Hier war das... Ah, und hier Arcade. Okay. Wie baue ich denn das? Macht das so irgendwie Sinn? Mir wurscht, das wird jetzt so gebaut. Ja. 32.000. Ich habe absolut keine Kohle, dass ich da irgendwie Zeug reinbaue, ne? Kann ich hier meine Eintrittspreise wieder anpassen? Die Leute sollen ja richtig blechen dafür. Ja, kann man besser. Ihr zahlt mal 32. Ja. Hm. Also irgendwie mit so mit der Kohle läuft es nicht so richtig. Und hier fährt auch keine Sau mehr damit. Warum nicht? Warum fährt da keiner mehr damit? Ist irgendwie kaputt oder so? Hm. Ist schon irgendwie ein bisschen doof. Kann ich Fahrgeschäfte hier einfach mal austauschen? Oder ein Blueprint wechseln? Dark City? Ach, jetzt steht wieder Anwenden da. 6.000. Na gut, machen wir mal. Ein Blueprint einfach wechseln, einfach mal 6.000 rauskaut. Fährt aber trotzdem keiner damit. Nicht so gut. So. Im Prinzip ist jetzt einfach nur dahin laufen lassen und warten. Irgendwie, ich weiß es nicht. Nicht so gut. Hm. Ja, die sind alle nicht so glücklich. 50.000 oder so ist es. Schau jetzt nochmal, was ich hier alles anlocken kann.
ob es da was gibt. Hier kann was. Nicht genug Forschungspunkte, wunderbar. Haben wir die auch alle verballert? Hier fährt keiner mehr damit, ich weiß nicht warum. Hier haben wir noch ein Level Up. Das machen wir natürlich noch. So. Ja, so sieht's aus. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich meine, Kohle kommt jetzt allmählich wieder rein, aber 180.000 oder so, dass ich da Fahrgeschäft reinbaue, werde ich so schnell nicht haben. Ein bisschen was von den Neuerungen habe ich gezeigt. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich beende das Ganze jetzt hier mal. Eine gute Stunde oder so haben wir jetzt hier verbracht. Ich glaube, ich habe sehr viel gesagt, was mich stört. Und aber Early Access und die werkeln dran, also wirklich noch. Bin gespannt, wann das nächste Update kommt und was da alles drin sein wird. Ja, aber das wäre es jetzt gewesen. Liebe YouTube-Zuschauer, ich hab das natürlich jetzt ein bisschen klein geschnitten. In, weiß ich nicht, 2, 3 oder 4 Folgen oder so. Ja, das wäre es gewesen. YouTube, vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht geht es erst weiter, wenn wieder Update da war. Wollte es nur mal kurz zeigen. Servus.